Jetzt. Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Wir starten einfach nochmal schnell neu. Ich habe mittlerweile den Fehler herausgefunden, so dass ich dieses Spiel auch streamen kann. Zwar in der Variante, wie mir das jetzt eher weniger zusagt, denn ich muss es im Fenster spielen. So, wie bereits vorhin schon. Oh, was hab ich denn gemacht? Ja, wir machen jetzt mal ein ganz kleines Let's Play. Ich möchte euch einfach mal gerne die Charaktererstellung zeigen und dann in dem späteren Stream werde ich euch noch, ich hoffe, mehr zeigen können. Ich habe gerade zum Test mich mal auf den Account von meinem Kumpel eingeloggt und mir das angeschaut. Grafisch gesehen muss ich sagen, sagt es mir persönlich schon recht zu. Also ich bin schon mal damit zufrieden. Das ist ja schon erstmal was. Und ja, schauen wir doch dann mal, wie Spielmechaniken so sind. Der Server, der sich hier ist, der ist Frick. Da ist gerade ein Char drauf. Halt wie gesagt, der von Serial, also von dem, mit dem ich auch Smite spiele und auch ein paar andere Spiele. Denn er hat das Glück gehabt, er hat schon einen Beta-Key bekommen. Ja, wir sind heute wie gesagt bei der Charaktererstellung. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin dafür, mir einen, was mache ich, eine Magierin zu machen. Und das mache ich dann auch gleich. Ich habe jetzt hier erstmal zur Info den Krieger. Ein Krieger vergangener Königreiche. Wie ihr seht, hier hat schon so ein fettes Schwert. Geht los bei dem. Starke Rüstung, wird ein Haut drauf sein. Schurke. Zwei kürzere Schwerter. Ist so wahrscheinlich eher in die Richtung Assassination sowas. Also, ja. Ist jetzt erstmal für mich auch außerhalb hervor. Hüterin. Das lese ich mir glaube mal durch, weil die klingt einfach vom Namen her interessant. Die Hüterin zieht ihre Kraft aus der Natur. Sie kämpft, um das zu schützen, was schon die Göttin mit ihrem Leben beschützt hat. Unsere Welt. Dafür belohnen die Naturgeister sie mit starken Attacken und großen Ausweichvermögen. Sie ist so für dynamische Kämpfe bestens gerüstet. Ja, man kann scrollen, obwohl man es gar nicht braucht. Okay. So, dann haben wir noch die Waldläuferin. Klingt so sehr Standard. Bogenschützen. Wie ihr seht, durch die Reihe durchweg, ich finde die alle ziemlich gelungen gemacht. Und ja, jetzt kommt natürlich noch das, was ich gerne spielen möchte. Die Magierin, das Magiegenie. Sie reist auf den Faden der Magie, um die Ehre der Magier wiederherzustellen. Durch ihre perfekte Kontrolle über Feuer und Eis ist sie perfekt für den Fernkampf ausgerüstet. Gerüstet. So, und ich glaube, diese Sachen hier unten, die Pyromanten, wie auch bei den anderen Sachen, sind wahrscheinlich so, ich sag mal, wie Entwicklungsstufen. Das heißt, also, ich denke es erstmal so, ich darf wahrscheinlich später ab einem gewissen Level von der Magierin zur Pyromantikerin oder zur Kryomantin. Aber. Kann auch einfach sein, ich werde dann Pyromantin, dann Kryomantin, ich weiß es nicht. Ich habe mich damit auch nicht beschäftigt. Wir werden es ja sehen. So, jetzt kann ich hier Kleidung anprobieren. Ich glaube, das ist einfach nur, um zu sehen, wie es immer aussieht. Ich nehme das hier, das sieht irgendwie so fesch aus. Kopfschmuck. Ja, ich habe eine Magierin, da brauche ich auch irgendwas Cooles. Am besten hier. Ja, den Zauberhut. Was haben wir hier noch extra? Ah, warte, wir drehen. I. Meinen die das ernst? Okay, das kommt natürlich echt cool. Was ist das? Nee, aber ich glaube, wir machen ohne extra anprobieren. Ja, Charaktername. Da es ja jetzt nicht mein Char ist, nicht mein Account ist, nenne ich das jetzt einfach mal zu Bucky88, damit mir nachher mein Name wenigstens noch frei ist. So, jetzt können wir der guten Dame hier auch noch andere Haare geben. Glaube ich zumindest. Okay, wenn ich die Haare mache, dann geht das nicht. So, wir machen das hier mal. Oh, das ist irgendwie. Nö, ja, das ist schon cooler. Augenfarbe muss rot sein, weil passt zu der Sache. Geht ja gar nicht anders. Gut.
Achso, Name prüfen. Name kann benutzt werden. Das klingt super. Und da tun wir es jetzt abschließen. Und jetzt erstellen wir unsere Magierin. Klein und niedlich. Charles erstellt. Belagerter Brindunwald. Okay, das ist jetzt. Ach ja, hier. Ach ja, das ist das. Das ist Kyria, das ist der Char von Cyrial, von Calvin, der hat hier eine Dings gemacht. Was hat er gemacht? Eine Hüterin. Und ich würde einfach mal noch die Welt sterben lassen. Und damit wir schon mal einen kleinen grafischen Einblick haben, damit ich kurz was dazu sage und dann ist auch soweit der Stream erstmal wieder zu Ende. Nur halt zum erstmal reinschauen. Die Musik wird sogar gerade lauter, also es kann sein. Genau, jetzt kommt ein Video. Das lassen wir mal noch laufen. Da sage ich jetzt mal nichts dazu, hoffe ich. Fusing her spirit with the world tree, could the goddess Freyr prevent the unthinkable from happening? Despite her sacrifice, an evil force followed on the giant's trail, determined to destroy all life. You, Soul Keeper, have been chosen by the gods. Only you can stop this evil. Are you ready to meet your destiny? Ja, wieder mal nur wir können die Welt retten. Ah, das haben wir ja sowieso schon in unseren Eigenschaften. Wir sind ja generell Weltretter in jedem MMO, soweit ich das weiß. Und okay. Login-Belohnung. Jeden Tag einloggen und viele Geschenke erhalten. Viele Geschenke. Uhuhu. So einlösen. Was auch immer wir jetzt bekommen haben. Ach Gott. Bildschirmhilfe. Okay, das ist mir jetzt klar. Questlog. Ja, ist auch klar. Und Chat ist auch klar. Gut. Mit der rechten Maustaste. Kamera bewegen. Wuhu. Bumm. Da ist sie. Da ist unsere Trulla. Hat hier unser ein Standard-Outfit und hier so einen ganz komisch hässlichen Knüppel. Was soll sie machen? Die wird auch irgendwann mal stark. So. Oh, wir fangen einfach mal an mit Inspizieren. Oben, Minimap. Ganz klar. Seelenaltar, wahrscheinlich weil ich gerade in der Nähe bin. Das ist wahrscheinlich dieses Ding hier. So, 74 Lebenspunkte, 900. Echt? 74 Lebenspunkte? Ist nicht wahr. Soll das tatsächlich 74 Lebenspunkte sein? So, wir tun jetzt glatt mal. Das kann hier eigentlich weg. Das brauche ich gerade nicht. I mit Inventar, da gibt es hier Frick Segen, Levinas Geschenkkiste. Level 5 dürfen wir jetzt auch noch nicht aufmachen, ist auch in Ordnung. So, mit P kommen wir in die Charakterinfo rein. Und da sehen wir tatsächlich, wir haben 74 Lebenspunkte und 920 Mana. Jetzt muss ich tatsächlich nachschauen. Mana kostet das 0. 100. Okay, also ich kann den 9 mal benutzen. Und der kostet 70. Das heißt, ich kann den so 13, 14 Mal benutzen. Sättigung. Gut, das Fenster machen wir später weiter. Gut, dann doch ist das hier in der Mitte das Level. HP, Mana, Kurzweiltasten, wie immer. Hier gibt es noch Energie, wird wahrscheinlich später kommen. Seelenskill Shortcut kommt wahrscheinlich auch später. Und Gruppenheilung Shortcut. Oh, das ist natürlich cool. Das ist nice, dass es sowas von Anfang an gibt. So, hier unten meine EXP-Leiste. Ich brauche 450 EXP. Dann bin ich Stufe 2 mit meiner Tsubaki hier. Ah, hier steht ja jemand ganz Großes neben mir.
So, wir machen weiter. Was ist hier? Achso, okay. Die Kurzwahltaste für P. Ich kann auch hier drauf drücken. Aber das erklären wir im nächsten Stream. Und dann gibt es die Quests. Das Inventar, was man auch mit ihr erreicht. Hier ist auch ganz toll. Man sieht hier auch direkt nebenan, mit welcher Taste man das benutzen soll. Skills. Seele. Seele. Das schauen wir uns auch nachher an. Das ist jetzt gerade erstmal noch nicht. Community wird jeder dieser Chat hier sein. Ach nee, Erfolge, Gilde und Freunde. Freunde habe ich noch keinen. Das ist ein trauriges Erlebnis. Aber für ein Level 1-Char ist das in Ordnung, wenn der noch keine Freunde hat. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob das hier so für mich gerade update. Kein Dungeon mit passendem Level. Bei ähnliches Level. Okay. Ich kann ja tatsächlich. Ist halt wie so ein Dungeon Finder, wo ich dann sagen kann, wenn ich das Level habe, dass ich gerne in den Dungeon rein möchte. Gut, Optionen ist klar und der Shop. So, in den Optionen werde ich jetzt mal schauen, ob ich direkt noch irgendwas einstellen kann, damit mir das hier ein bisschen mehr gefällt. Denn ich muss es ja, wie ihr seht, leider im Fenstermodus spielen, denn mein OBS lässt es sonst nicht zu, dass ich dieses Spiel streamen kann, was ich irgendwie sehr komisch finde. Aber gut. Das ist halt nun mal so. Ich kann es ja hier so schön in Vollscreen spielen. So, jetzt laufen wir hier nochmal kurz animationstechnisch rum. Ich habe oben links auch in der Ecke, ich weiß gar nicht, ob das im Stream zu sehen ist, noch die FPS mit anzeigen lassen, weil ich finde es immer ganz interessant, wie es denn ist, während ich wirklich streame, wie da meine FPS sind, also wie weit mein Computer da noch hinterherkommt. So, und es läuft jedenfalls soweit ganz flüssig. Hier ist dann wahrscheinlich erstmal unsere erste Quest, aber dieser Stream ist jetzt erst einmal zu Ende. Und wir werden uns im nächsten Stream weitersehen. Dann werden wir halt diese ganzen Schaltflächen hier mal untersuchen, wo ich auf die ein bisschen genauer eingehe. Und bis dahin wünsche ich erstmal ganz viel Spaß mit den kleinen, ich sag mal, Infos, die jetzt hier dabei waren, und wenn was ist, schreibt was rein, stellt eine Frage oder wenn ihr irgendwas Bestimmtes wissen wollt, dass wir das ja zuerst mal irgendwie anschauen, dann machen wir das auch. Einfach eine Nachricht schicken oder halt in eine Bewertung des Videos rein damit. Ich wünsche euch erstmal weiterhin viel Spaß und wir hören uns dann einfach im nächsten Stream. Viel Spaß noch, tschüssi!